Der Abgang von Borussia Dortmund Superscout Sven Mislintat zum FC Arsenal ist perfekt. Was das für ein Verlust ist, zeigt die Top 5 der Spieler, die er in 10 Jahren Amtszeit zum BVB geholt hat. Einer von Mislintats ersten Coups war der heutige Bayern-Verteidiger Mats Hummels. 2008 wurde er von den Münchnern zum BVB ausgeliehen und ein Jahr später für 4 Millionen fest verpflichtet. Ein Deal, der sich gelohnt hat. In 8 Jahren holte Hummels mit den Dortmundern 2 Meisterschaften und den DFB-Pokal und erreichte 2013 das Finale der Champions League. Dabei war er der unumstrittene Boss in der Abwehr. Als Jürgen Klopp 2013 Henrik Mkhitaryan begrüßt, ist so mancher Fan überrascht. Satte 27,5 Millionen Euro werden für den Armenier an Schachtjor Donetsk überwiesen. Damit ist er der damals teuerste Spieler der Vereinsgeschichte. Ein Transfer, der dem BVB im doppelten Sinne einen Gewinn einbringt. Mkhitaryan wird zum Leistungsträger und wechselt 2016 für 42 Millionen Euro zu Manchester United. Ihn findet Mislintat in der zweiten japanischen Liga. Shinji Kagawa wird 2010 für die Aufwandsentschädigung von rund 350.000 Euro aus Osaka geholt und steigert seinen Wert später immens. Als Kagawa 2012 zu Man United geht, bringt er eine Ablöse von 16 Millionen ein. Seit 2014 spielt der Japaner wieder in Dortmund. Auch wenn Robert Lewandowski mittlerweile bei den Bayern ist und keine Ablöse erzielt hat, gehört seine Verpflichtung in Dortmund zu Mislintats größten Erfolgen. Knapp 5 Millionen Euro werden für den polnischen Torschützenkönig im Jahr 2010 investiert und Lewandowski zahlt zurück. 4 Jahre später holt er die Torjägerkanone in der Bundesliga und wird in seiner Dortmunder Zeit zweimal Meister und einmal Pokalsieger, steht zudem im Champions-League-Finale. 2014 zieht es den Stürmer dann zum FC Bayern. Die unangefochtene Nummer 1 ist allerdings Ousmane Dembélé. 2016 bezahlt die Borussia für den besten Nachwuchsspieler der Ligue 1 15 Millionen Euro an Stade Rennes. Das 19-jährige Supertalent begeistert die Fans mit seiner dynamischen Spielweise und holt gleich im ersten Jahr den DFB-Pokal. Zu weiteren Erfolgen kommt es aber nicht mehr, denn nach der Saison legt der FC Barcelona 105 Millionen Euro für den Franzosen auf den Tisch, Bundesliga-Rekordablöse. Aus 15 mach 105, mehr geht nicht. Wenn Superscout Mislintat auch bei Arsenal so erfolgreich wirtschaftet, stehen den Gunners goldene Zeiten bevor.